Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man mit einer Stehwasserspülung bei einer Osmoseanlage die Reinheit von dem Filterwasser noch weiter verbessern kann. Und ich zeige, wie man diese Stehwasserspülung bei einer Osmoseanlage, die mit diesem Aquamichel Controller 1 ausgestattet ist, sogar weitestgehend automatisieren kann. Ich bin Michael Scholze von der Aquamichel LTD & Co. KG und habe vor kurzem diesen Aquamichel Controller 1 herausgebracht. Das ist eine Mikrocontrollersteuerung. Man kann sich das vorstellen wie ein kleiner Computer mit einer Software, der in der Lage ist, in einer Osmoseanlage alle wichtigen Prozesse zu automatisieren und so nicht nur ganz viel Komfort bringt, sondern auch noch die Wasserqualität verbessert. Für das, was ich in diesem Video zeigen möchte, habe ich so ein Minimus genommen, eine ganz minimalistische Osmoseanlage, die ich als erstes herausgebracht hatte, und habe den Minimus mit dem Aquamichel Controller 1 erweitert und das Ganze mal etwas anders auf so einer Montageplatte aufgebaut. Das ist jetzt hier ein Prototyp, der mal als fertig aufgebauter Filter angeboten werden soll. So ein Filter ist auch gerade bei uns unter der Spüle montiert und dort werde ich nachher die praktischen Dinge bezüglich der Stehwasserspülung dran demonstrieren. Ja, was ist die Stehwasserspülung überhaupt? Die Stehwasserspülung ist eine Spülung, die dafür sorgt, dass das Wasser, was in der Osmoseanlage gestanden hat, wenn sie eine gewisse Zeit nicht benutzt wurde, zum Beispiel über Nacht, dass dieses Stehwasser erstmal herausgespült wird und nicht als Trinkwasser genutzt wird. Das ist deswegen sinnvoll, weil das Stehwasser nicht so rein ist wie das Osmosewasser, was dann nach der Stehwasserspülung kommt. Woran liegt das? Das hängt mit einer Eigenschaft dieser Osmosemembran zusammen, die hier in diesem Membrangehäuse die eigentliche Filterarbeit macht. Und zwar ist diese Osmosemembran, ja, man kann sich das mal vereinfacht gesprochen so vorstellen, wie ein ganz feines Gewebe, ein feinporiges Gewebe oder ein, vielleicht noch etwas anschaulicher gesprochen, ein feinporiger Schwamm, und der unter Druck betrieben wird. Die Osmose braucht immer einen gewissen Wasserdruck, um das Wasser zu filtern, und bei diesem Druck wird dann dieser Schwamm zusammengedrückt und dann werden die Poren durch dieses Zusammendrücken dieses Schwammes so klein, dass nur noch das H2O hindurchpasst und die ganzen Schadstoffe nicht mehr. So funktioniert das jetzt ganz vereinfacht gesprochen. Und wenn jetzt der Filter aufhört zu filtern und es zu einer Filterpause kommt, dann ist kein Druck mehr auf diesem Schwamm und dann entfaltet er sich wieder und die Poren werden größer. Und wenn die Poren größer werden, dann können auch Schadstoffe in geringen Mengen durch diesen Schwamm hindurch diffundieren auf die Reinwasserseite. Und so verunreinigt sich nach und nach in der Filterpause das Stehwasser auf der Reinwasserseite immer mehr. Das kann man auch messen, wenn man den Filter über Nacht hat stehen lassen und morgens mal sich kleine Gläschen abfüllt von dem ersten Wasser, was kommt, und dann eine PPM-Messung macht, dann sieht man, dass von dem ersten Stehwasser, was dort kommt, der PPM-Wert wesentlich erhöht ist. Er ist nicht ganz so hoch wie das Leitungswasser, aber wesentlich höher als das Osmosewasser. Wenn zum Beispiel das Osmosewasser normalerweise 10 ppm hat, dann kann durchaus sein, dass in dem Stehwasser 50, 60, 70 oder 80 ppm vorkommen können, wenn das Leitungswasser vielleicht 200 ppm hat. Ja, und deswegen macht es Sinn, dieses Stehwasser erstmal herauszuspülen. Bei dem Minimus, so wie er ursprünglich gedacht war, hat man das immer per Hand gemacht. Da lässt man einfach das erste Wasser morgens ablaufen, den ersten halben, dreiviertel Liter. Das kann man hier auch machen, das nenne ich mal manuelle Stehwasserspülung. Das ist die einfachste Art, eine Stehwasserspülung zu machen, diese manuelle Stehwasserspülung. Das geht einfach so, dass man das erste Wasser morgens zur Seite legt. Also den ersten halben Liter kann man auffangen und zum Beispiel für die Blumen oder als Putzwasser nehmen. Dafür ist es super gut geeignet. Oder man lässt es halt einfach in den Abfluss laufen. Und erst danach entnimmt man dann das Wasser, was zum Trinken bestimmt ist.
Ja, und die Zeit ist sogar recht kurz, in der diese Verunreinigung schon beginnt. Eigentlich beginnt es schon, wenn man den Filter ausschaltet, weil da dehnt sich das Gewebe der Osmosemembran oder wieder bildlich gesprochen dieser Schwamm, dehnt sich ja sofort aus, sobald der Druck raus ist, und dann fangen an, die Schadstoffe da durchzudiffundieren, und das ist schon nach einer Viertelstunde deutlich messbar. Deswegen sage ich mal so grob über den Daumen, wer es jetzt ganz perfekt machen will mit seinem Wasser, der macht diese Stehwasserspülung, wenn er den Filter schon eine Viertelstunde lang nicht mehr benutzt hat. Wenn man ihn jetzt so ganz kurz hintereinander benutzt und mehrere Gefäße füllt und dazwischen jetzt nur ein paar Minuten liegen, dann muss man nicht extra eine Stehwasserspülung machen. Dann ist zwar auch schon eine minimale Verunreinigung da, aber da kommt es jetzt auch nicht so drauf an. Das ist einfach noch so wenig innerhalb der ersten Viertelstunde, aber so über den Daumen nach einer Viertelstunde macht es schon Sinn. Das könnt ihr ja auch einfach selber mal nachmessen mit einem PPM-Messgerät, welchen PPM-Wert dieses Stehwasser nach einer Viertelstunde ungefähr hat. Ja, und in dieser Software von dem Aqua Michel Controller 1, der diesen Filter hier steuert, ist auch die Möglichkeit vorgesehen, diese Stehwasserspülung halbautomatisch ablaufen zu lassen. Deswegen nur halbautomatisch, weil wir manuell noch ein bisschen eingreifen müssen. Und zwar ist es so, dass bei der halbautomatischen Stehwasserspülung der Filter von selber weiß, ob eine Stehwasserspülung jetzt nötig ist oder nicht. Das heißt, ist der Filter innerhalb der letzten Viertelstunde noch gelaufen oder ist es schon länger als eine Viertelstunde her, dass zum letzten Mal gefiltert wurde? Das erkennt er von selber. Und das Herausspülen des Stehwassers macht er dann auch von selber. Und zwar funktioniert das so, wenn die halbautomatische Stehwasserspülung aktiviert ist und wir schalten den Filter ein, dann piepst der. Und der kann einmal oder zweimal piepsen. Wenn der einmal piepst, ist das ganz normaler Filterbetrieb, dann sagt uns das, eine Stehwasserspülung ist nicht nötig. Und wir können sofort mit dem Filtern anfangen. Das ist dann der Fall, wenn jetzt die letzte Viertelstunde der Filter noch genutzt wurde. Wenn er aber zweimal piepst beim Einschalten, dann ist das für uns das Signal, aha, jetzt macht er eine Stehwasserspülung. Das Wasser, was jetzt kommt, ist Stehwasser und als Stehwasser zu behandeln. Das bedeutet, wenn der Filter dann fertig ist, der lässt dann das Stehwasser auslaufen, piept dann dreimal, damit wir das auch hören in der Küche, wenn wir gerade woanders sind, und hört dann auf zu filtern. Und wenn wir das wissen, dass der jetzt Stehwasser filtert, weil er ja am Anfang zweimal gepiept hat, und wenn wir dann das dreimalige Piepen als Beendigung der Stehwasserspülung hören, dann können wir hingehen und das Gefäß nehmen und wegen mir in die Gießkanne für das Blumenwasser gießen und dann unseren Krug wieder unter den Hahn stellen und den Filter wieder einschalten, und jetzt kommt das richtige Rheinwasser, was als Trinkwasser dann genutzt wird. Ja, diese halbautomatische Stehwasserspülung ist ab Werk erstmal nicht aktiviert. Aus dem einfachen Grund, weil das zu sehr viel Verwirrung führen würde, wenn man das im Handbuch noch nicht so genau gelesen und verstanden hat und der Filter dann manchmal eine Stehwasserspülung macht und manchmal nicht. Das würde einige Menschen, glaube ich, ganz schön irritieren, wenn sie dann nicht genau wissen, was das bedeutet. Deswegen ist ab Werk erstmal keine halbautomatische Stehwasserspülung aktiv. Die muss extra aktiviert werden. Man kann diese halbautomatische Stehwasserspülung, so wie viele andere Dinge auch, über den Taster einstellen. Das ist ein Prozess, der ein paar Arbeitsschritte erfordert, die man sich nicht immer alle merken kann. Deswegen braucht man dafür das Handbuch vom Aqua Michel Controller 1, wo das ganz ausführlich beschrieben ist. Oder aber, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, dann reicht auch diese Kurzanleitung. Im Wesentlichen braucht man diese Tabelle hier unter der Überschrift Programmierung. Da sind alle Funktionen aufgelistet, unter anderem auch die halbautomatische Stehwasserspülung, die man ein- oder ausschalten kann. Und man kann nicht nur die Stehwasserspülung ein- oder ausschalten, sondern man kann auch die Spülmenge oder die Spüldauer, genauer gesagt, von der Stehwasserspülung einstellen. Die ist jetzt ab Werk schon so für eine 75 GPD-Membran wie beim Minimus passend eingestellt. Wenn man aber mal eine Osmoseanlage hat mit einer
anderen GPD-Zahl, dann kann man die Stillwasserspülung hier entsprechend anpassen. Bei der Dauer der Stillwasserspülung, das ist die Funktion Nummer 7, sieht man hier, dass ab Werk eine 6 eingestellt ist und 6 bedeutet, das kann man in der Spalte davor dann erkennen, dass die Stillwasserspülung 120 Sekunden läuft. Wenn man jetzt eine doppelt so starke Membran hat, zum Beispiel eine 150 GPD-Membran, dann könnte man das auch auf den Wert 4 einstellen, was einer Spüldauer von 60 Sekunden entspricht. Ja, jetzt geht's in die Küche und ich zeige das Ganze mal praktisch. Als erstes zeige ich jetzt die halbautomatische Stillwasserspülung. Wenn ich zum Beispiel morgens in die Küche komme, das erste Wasser filtern möchte, nehme ich einfach die Karaffe, stelle sie unter den Auslaufhahn, drücke den Taster einmal. Der Filter beginnt mit einer kurzen Membranspülung und fängt dann an, normal zu filtern. Das ist allerdings das Stehwasser, was jetzt erstmal kommt. Und davon fange ich jetzt ungefähr einen halben Liter Wasser auf. Wenn jetzt ungefähr ein halber Liter Wasser zusammengekommen ist, nehme ich einfach die Karaffe, ohne den Filter auszuschalten, der kann kurz weiterlaufen, und fülle dieses Stehwasser eventuell in ein Gefäß, eine Gießkanne oder einen Putzeimer, wo ich das weiterverwenden möchte für die Blumen oder zum Putzen. Oder gieße es halt kurz weg, wenn ich keine Verwendung dafür habe. Stell die Karaffe wieder unter den Filter und jetzt drücke ich zweimal kurz den Taster und kriege das mit zwei Beeps bestätigt. Damit habe ich jetzt die automatische Zeitsteuerung gewissermaßen resettet. Also die fängt jetzt von vorne an, die Zeit zu messen. Das führt dazu, dass der Filter sich jetzt ausschaltet, wenn die Karaffe voll ist. Sonst hätte, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, diese zwei Tastendrücke, hätte sich der Filter zu früh ausgeschaltet, weil ja die Zeit für das Stehwasser quasi mitgezählt worden wäre. Ob jetzt diese manuelle Stehwasserspülung oder die halbautomatische Stehwasserspülung, die ich gleich als nächstes zeige, besser für euch geeignet ist, müsst ihr einfach mal ausprobieren. Es gibt durchaus Menschen, die mögen lieber die manuelle Stehwasserspülung, weil denen das einfach ein bisschen übersichtlicher ist, wenn sie nicht darauf achten müssen, ob der Filter jetzt am Anfang einmal oder zweimal piept und dann unterschiedlich reagieren. Also da müsst ihr einfach mal gucken, wie das für euch ist. So, jetzt werde ich mal mit diesem Taster die halbautomatische Stehwasserspülung aktivieren. Die Tabelle in der Kurzanleitung sagt, dass die halbautomatische Stehwasserspülung die Funktion Nummer 8 ist. Und wenn ich sie einschalten will, muss der Wert 2 eingestellt werden. Ich drücke jetzt diesen Taster und halte den dann gedrückt, lasse den nicht mehr los. Die Steuerung fängt an zu piepen. Diese Pieps zähle ich mit, bis 8 Pieps zu hören waren. Nach dem 8. Piep lasse ich den Taster los. Weil wir wollen ja in die Funktion Nummer 8 für die Einstellung der Stehwasserspülung. Nachdem ich den Taster losgelassen habe, piept die Steuerung nochmal. Ich zähle die Pieps wieder mit und kann damit kontrollieren, ob ich wirklich in der Funktion 8 bin. Es müssen jetzt wieder genau 8 Pieps ertönen. Und danach wird es still. Und dann kann ich den Wert einstellen, den ich einstellen möchte. Ich möchte den Wert 2 einstellen für Aktivierung der Stehwasserspülung. Da muss ich dann zweimal kurz auf den Taster tippen. Und auch das wird mir nochmal bestätigt. Die Steuerung piept dann zweimal kurz und zeigt mir damit an, dass sie meine zwei Tipps richtig verstanden hat. Und dann dauert es noch einen kleinen Augenblick, dann ist einmal kurz die Startmelodie zu hören von der Steuerung und dann ist der Wert gespeichert. Damit ist dann die halbautomatische Stehwasserspülung aktiv. Machen wir das jetzt mal. Ich drücke und halte gedrückt und zähle die Pieps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loslassen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich bin in der richtigen Funktion. Ich will den Wert 2 einstellen. Ich drücke zweimal kurz hintereinander. Zwei Pieps, die Steuerung hat es verstanden. Und kurz die Startmelodie, jetzt ist sie wieder im Ausgangszustand, im Ruhezustand und hat den Wert gespeichert. Jetzt ist die halbautomatische Stehwasserspülung aktiv. So, wenn ich jetzt
morgens in die Küche komme und mein erstes Wasser filtern will, hier ein Gefäß drunter stelle und den Filter einschalte, dann achte jetzt mal drauf, wie viele Beeps zu hören sind. Es waren 2 Beeps, das heißt, jetzt läuft eine Stehwasserspülung. Er beginnt jetzt sogar erst noch mit einer Membranspülung, und weil die immer vorwegläuft, wenn der Filter länger nicht gelaufen ist, und jetzt läuft die eigentliche Stehwasserspülung. Die dauert jetzt 2 Minuten, so wie das ab Werk eingestellt ist. Wie ich vorhin schon gesagt habe, kann man diese Zeit auch verändern. Das ist dann eine andere Funktion in dem Controller. Die steht auch in der Tabelle drin, in der Kurzanleitung. Ja, er hat jetzt 3-mal gepiept und aufgehört zu filtern, nach 2 Minuten ungefähr, und ungefähr einen halben Liter Wasser hier gefiltert, was ich jetzt zur Seite gieße als Putz- oder Blumenwasser. Dann stelle ich die Karaffe wieder hier drunter, schalte den Filter wieder an. Er hat jetzt nur 1-mal gepiept, das heißt, er ist jetzt im normalen Filterbetrieb und macht jetzt keine Stehwasserspülung mehr. Wenn ich jetzt allerdings länger als eine Viertelstunde gewartet hätte, dann ist das Stehwasser schon wieder so verunreinigt, dass eine Stehwasserspülung wieder Sinn macht. Und dann hätte er jetzt auch tatsächlich wieder 2-mal gepiept und noch eine Stehwasserspülung gemacht. Also das ist schon gut, wenn man diese 3 Pieps dann hört, wenn man dann gerade in der Küche ist, das Gefäß auch sofort zu wechseln. Ja, und jetzt füllt er die Karaffe, und in diesem Fall ist jetzt die automatische Zeitabschaltung so eingestellt, dass sie sich automatisch ausschaltet, wenn die Karaffe voll ist. So, zum Thema Stehwasserspülung soll es das erstmal sein. Es gibt für den AquaMichel Controller 1 eine Service-Seite, die ist hier auf dem Controller auch verlinkt, ist auch unter diesem Video verlinkt. Auf dieser Service-Seite gibt es noch eine Reihe weiterer Videos zu interessanten Eigenschaften und Fähigkeiten, die dieser Controller hat. Und wer per E-Mail regelmäßig auf dem Laufenden bleiben möchte, sollte mein Newsletter abonnieren. Dazu einfach auf den gleich eingeblendeten Link klicken. Ich wünsche alles Gute, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.